bin Hauptmann Militärfachliniendienstes. Das heißt, ich habe immer die Laufbahn mal gewechselt. Bin 49 Jahre alt, seit über 30 Jahren Soldat und jetzt seit 14 Jahren der Häuserleiter für die Absitzausbildung. Wir sitzen hier, oder wo ich jetzt bin, ist die M28, der Lagerraum. Die M28 fliegt für die Bundeswehr ja seit Mitte 2017. Und ich habe als einer der wenigen die Maschine seit ca. 4 bis 5 Jahren begleitet in deren Einführung. Der Flieger selber ist eine alte Antonov, umgebaut militärisch, das nennen wir auch M28, mit der Modifizierung, die wir haben. Was muss es können und was braucht das Militär, was brauchen wir? Das waren ganz banale Auflagen, wie dass natürlich ich hinten rausgehen kann, das ist deutlich einfach für einen Springer, dass der Flieger nicht schwerer wie 7,5 Tonnen ist, also eben auf solchen Start- und Landeplätzen landen kann, dass der Springer, wenn einer hängen bleibt, geborgen werden kann. Sie kann man sagen, das ist, was man jetzt hier sieht mit den Ankerseilen und den Bergevorrichtungen, das ist alles der Rüstsatz für Automatikspringer. Wir setzen den quasi hier im Schwerpunkt auf den Lehrgängen ein, mit 14 Springer ohne Ausrüstung und bis zu 10 Springer mit Ausrüstung. Der Springer, wenn man das so sieht und die große Lücke und der geht im Einzelnen raus, jede wird einzeln abgeschlagen, hat halt schon für sich den Charme, dass es deutlich entspannter ist und dass er auch mal an ein Luftfahrzeug und an die Höhe auch mal so gewöhnt wird. Also für ihn ist der ganze Ablauf mit kurzem Anlegen in die Maschine reinspringen innerhalb von 20, 25 Minuten erledigt, während sonst bei der Transall vielleicht auf einmal 3 bis 4 Stunden dauert, bis er zum ersten Mal tatsächlich die Tür verlässt. Und das Endprodukt ist halt jetzt der Flieger, so wie er da steht. Damit auch kein Falscheindruck entsteht, das Luftfahrzeug wurde eingeführt für Erhalt von Springern und für Lehrgängen. Falls jetzt hier Kritik kommt, die kommt auch von einigen Springern, die sagen, hey, der Flieger ist so klein, ich stehe schief drin. Ist korrekt, aber der steht dann nur 10 Minuten schief drin. Ja, ich heiße Roland Koch, bin Kapitän von dem Flugzeug, habe ca. 12.000 Flugstunden mit ca. 20.000 Landungen. Wir stehen hier vor der TZL M28 in Altenstadt, gut equipped für kurze Landepisten und Startpisten. Auch ausgerüstet dafür, dass man eben auf Graspisten oder Schotterpisten unbefestigte Pisten landen kann und starten. Ein weiterer Vorteil von diesem Flugzeug, große Räder, große Bremskraft, denn die beiden Triebwerke sind PT-6 Turbinen, amerikanische Herstellung. Die sind sehr kräftig, hat ein Triebwerk, hat über 1200 PS, Radarnase, hier fließt das Radar drunter und Gewitter wird ersehen können, dass hier keine Beschädigung dran sind. Die Geschwindigkeitsanzeige, hier haben wir noch einen Eisdetektor, der misst, ob wir Eis haben oder kein Eis haben. Wir machen ja mal pro Start 2 Anflüge mit jeweils 7 oder 8 Springern, die da rausspringen. Und so am Tag so um die 10 Flüge. Hier ist der Einstieg für die Springer, hier steigen die zu. Und dann wird von vorne nach hinten beladen. Hier sind die Sitze von den Springern, die sitzen wieder drauf. Mit Equipment und ohne Equipment. Ja, und hier vorne ist halt das Cockpit. Das ist ein relativ modernes Flugzeug, das nennt man Glascockpit. Weil da die Monitore drin sind oder Bildschirme. Früher waren das alles analoge Instrumente, heute sind das Bildschirme. Das Flugzeug ist Baujahr 2000, möchte ich falsch sagen, 15 oder 16. Und es Spitzengeschwindigkeit erreicht so mit 182 Knoten, ungefähr so 320, 330 km/h. Das war es jetzt quasi mit den kleinen Einblicken in die M28, wie es wir hier in der Ausbildung nutzen. Vielleicht ein wenig auch dazu, warum wir das wie so machen. Auch wenn Fragen sind, dann können Sie gerne über YouTube natürlich auch stellen. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß mit den weiteren Ausschnitten.